Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Heiki. Es gibt neue Level. Das Update ist raus. Hier sehen wir es schon. Wir können Level 66 spielen. Und mal schauen, was uns da so erwartet. Ich habe von MathTracken schon gehört, dass sie Level 60 geändert haben. Aber da werden wir irgendwann in Zukunft vielleicht mal drauf schauen. Wir springen direkt rein. Level 66. Mal gucken, was uns erwartet. Mal schauen, wie lange ich dran sitze. Und mal gucken, wie viele Cuts ich brauche, um in dieser Episode Fortschritt zu haben. Ich bin gespannt. Los geht's. Ich kann es kaum erwarten. Es freut mich riesig. Wenn ihr das Video... Ach du Kacke. Wenn ihr das Video am Release-Tag seht, dann habt ihr die Möglichkeit, das Spiel noch mit 25% Rabatt im Shop zu kommen auf Steam. Das ist ein schwerer Sprung, gleich zu Beginn, oder? Holy shit. Das beginnt aber hier nicht gerade feierlich zu beginnen. Na also, bleib hier. Es ist nur das da, was ich anzeigen lasse. Das heißt, ich darf jetzt nicht direkt grün schon bereit machen. Ich muss nach links rüber. Okay. Wenn ich grün aktiviere, habe ich rechts eine Wand. Oh, nicht runterrutschen. Verdammt! Nicht runterrutschen, wollte ich sagen. Weil ich erstmal... Genau, wenn ich grün aktiviere, ist der dicht. Dann muss ich blau aktivieren, den Sprung rüber auf rot machen. Und dann mal gucken, wahrscheinlich hier links. Aber ich kann hier drüben nicht an die Wand. Egal, wir müssen erst wieder nach links an den Sprung kommen. Interessant, also gleich zu Beginn ordentlich was zu tun. Oh, hallo, immer langsam. Immer langsam mit dem wilden Pferden. In Ordnung. Was soll der Pumpkin da? Ich weiß, es ist Halloween-Season. Warte. Nein! Ich Idiot, ich habe blau weggemacht. Ich Idiot. Naja. Also der Anfang geht noch, muss ich sagen. Ich kann direkt springen. Ich brauche gar keinen. Wunderbar. Wir stehen hier erstmal ruhig. Jetzt muss ich links hoch auf die blaue Plattform. Ja. Da komme ich nicht hin. Ich muss rechts an die grüne Wand gehen. Kannst du bitte aufhören zu rutschen? Ich brauche mal ganz kurz einen Moment, um das Ganze zu visualisieren, wo ich hin will. Ich mache mal ganz kurz Pause. Also. Ich muss hier hin, dann hier rüber. Weil direkt von hier aus dahin kommen tue ich nur, wenn ich einen Wandsprung von dem kleinen Kante hier mache. Den Dreifachsprung. Würde ich sagen. Aber ich darf eben auch nicht zu weit nach oben gehen. Okay. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich glaube aber hier, dieses Ding wird zu einer grünen Plattform für mich. Und wenn ich grün aktiviere, beschützt es mich nämlich auch vor dem schwarzen Laser. Befürchte ich mal. Ich Idiot. Nein, tut's nicht. Okay. Ich bin mir da oben noch wirklich nicht sicher, wo ich da hin soll. Wir müssen grün aktivieren, um dann hier hochzukommen.
Also da komme ich jetzt ganz gut hin. Ich muss Rot aktivieren und dann unter den... Ich kann da nicht Rot aktivieren. Ich habe hier einen roten Laser. Wie komme ich da rüber? Wenn ich grün aktiviere, ist der Laser hier blockiert. An der linken Seite. Das heißt, ich muss rot aktivieren, springen. Wenn ich hier bin, blau aktivieren. Kleinen Sprung machen, um hier durchzukommen. Oder ich muss rot aktivieren, großen Sprung machen. Wenn ich hier hochkommen sollte, was ich nicht glaube, wobei doch, hoch, hoch, grün aktivieren und rüber. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Mit einem hohen Sprung über den grünen hinweg bis ins Ziel. Oder auch nicht. Der Damm weggerutscht. Also der Anfang ist erstmal nicht so schwer. Würde ich, wenn man das denn richtig einstellt. Bis dahin komme ich eigentlich relativ gut. Nur jetzt ist dieser Sprung die Frage. Ist es wirklich ein schneller Rot-Blau-Switcher und ein kleiner Sprung unter dem schwarzen Laser durch? Ich muss hier, wenn ich hier bin, muss ich wieder auf Blau wechseln. Ich darf dann aber keinen hohen Sprung machen, sonst springe ich in den Laser rein, damit ich hier zum Kürbis komme. Oder wir haben halt wieder eine Dreisprung-Geschichte. Das wäre auch möglich. Ich glaube, ich versuche es unten rum. Mit einem kleinen Sprung unter dem Laser durchzukommen. Weil drüber, glaube ich, ist es nicht so einfach. Das müsste dann zweimal rechts sein. Wenn ich rechts drücke, geht rot. Ich glaube, dann geht grün nach links, oder? Ich war zu hoch. Ich würde sagen, wir schauen mal, bis ich wieder da hochkomme. Und wenn ich dann den Sprung schaffe, sehen wir uns wieder. Na also, es geht doch. Wir sind jetzt im Moment schon mal weiter. Jetzt kann ich auf jeden Fall grün wegmachen. Ich weiß nicht, ob ich hiermit irgendwas tun kann mit dem Pumpkin, aber okay. Egal was ich mache, es wird nur bei grün blockiert. Das heißt, ich muss hier rüberspringen. Dann grün wegmachen und dann grün wieder herkommen lassen, um auf die Plattform unten links zu kommen. Das Problem ist... Das ist ein gut getimter Durchschwinger. Wenn ich nach links drücke, muss ich dann rechts drücken. Wenn ich rechts drücke, muss ich dann links drücken. Okay, auf jeden Fall immer das Gegenteil von dem, was ich vorher gemacht habe. Das gefällt mir nicht. Wenn ich einen großen Sprung nach rechts mache, nach links mache, muss ich wieder nach rechts kommen. Wenn ich knapp durchgehe, muss ich es gut timen. Oh, okay, man kann ihn zermatschen.
Entschuldigung, Pumpkin. Das wusste ich bis eben nicht. Links, wenn ich da bin. Rechts danach. Okay, das lief gut. Jetzt stehe ich hier. Ich sehe auf jeden Fall hier einen blauen Stern, hier einen roten Stern. Hier ein rotes Hindernis, hier einen grünen Stern und hier grüne Spikes. Ich habe natürlich nicht den Grund von hier rechts noch im Blick, aber ich würde behaupten, dass dieser grüne Spike hier den Boden schon darstellt, weil hier drüben konnte ich auch stehen. Also müsste hier Boden sein, wo ich einfach durchlaufen kann und dann springen kann. Das ist die Erwartung. Es tut mir übrigens leid, dass ich so langsam Fortschritt mache. Im Sinne von... Ich Idiot. Ich verdammter Idiot. Langsam Fortschritt mache im Sinne von... Ich bewege mich so langsam gerade. Einfach nur um die Lage zu... Ja, genau. Wir haben da unten die Spikes am Boden. Meine Fresse, war das dumm. Das war so dumm gerade. Ich wollte die Lage halt erstmal auskundschaften, um zu wissen, wo ich als nächstes hingehe, damit ich eben nicht direkt sterbe. Und dann verkacke ich es mit so einem einfachen Sprung. Sowas. Also wirklich nur ein Sprung, weil ich aus Versehen einen Sprung gemacht habe, das ich gar nicht wollte. Das hier scheint ein bisschen seltsam zu sein. Wenn ich hier hinkomme, sterbe ich ab und zu mal. Rechts, links war das. Das war rechts, rechts. Aber gut, wir werden schauen, dass wir da wieder hinkommen. Wenn ich wieder an dem Punkt unten links bin, sehen wir uns ein weiteres Mal. So. Wir sind wieder hier. Es hat ja nicht lange gedauert, nicht wahr? Also ich muss runterfallen lassen, rüberspringen, blau aktivieren im besten Fall beim Runterfallen. Dann ist nämlich links alles frei. Und ich musste eigentlich von der Kante runterlaufen. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Also runterlaufen. Wahrscheinlich ist es sogar am schlauesten, da einfach hochzugehen. Würde ich behaupten. Wenn ich hier runterrutsche, dann rot aktiviere. Wenn ich dann gesprungen bin, hier bin, blau aktiviere, runterfalle. Rot aktiviere ist links, danach müsste dann blau aktivieren auch wieder links sein, weil grün auf rechts gelegt wird. Also wäre das zweimal links drücken. Ich glaube, das ist der schlauste Weg, anstatt unten durch dieses schmale Ding horizontal zu springen, was ich ja nicht kann. Ich habe das Timing vermasselt. Nächster Versuch. Hierhin komme ich jetzt relativ gut. Na also, und da komme ich jetzt auch relativ gut hin. Also das ist wirklich immer weniger das Problem. Den Rhythmus habe ich raus. Jetzt ist wichtig, wenn ich runtergerutscht bin, links zu drücken. Wenn ich den Sprung nach oben gemacht habe, Doppelsprung nach oben machen. Damit ich dann nach rechts drücke, damit ich dann blau aktiviere. Bumm. Genau. Wenn ich jetzt hier bin, rot aktivieren und jetzt noch diesen kleinen Sprung hier. Das ist ein fieser Sprung. Das ist ein fieser Sprung. Guckt euch mal an, wie knapp dieser Sprung ist hier. Der muss perfekt getimed sein, um hier durchzukommen. Oh shit. Eventuell mit Anlauf nehmen. Ich werde es verkacken. Ich werde sowas vom verkacken. Ja. War klar, dass ich es verkacken werde. Das ist aber auch ein fieser Sprung. Zum Ende des Levels. Muss man auch mal sagen hier. Also so kurz vor knapp nochmal so ein Sprung raushauen ist schon unverschämt. Ich könnte das aus vollem Lauf versuchen.
Geht doch! Es geht doch! Einfach mal rein damit! Geschissen drauf auf irgendwie die Angst davor zu versagen. Ich meine, das bin ich ja im Prinzip schon gewohnt, ja, zu versagen. Weiter geht's, Level 67. Gucken wir mal rein. Sprung links raus gegen die Wand, okay. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Schlüssel, weil das Ziel ist schon offen. Wir aktivieren direkt mal rot, damit wir da links ein bisschen mehr Spielraum haben. Wahrscheinlich mit einem Dreifachsprung, oder? So, jetzt brauchen wir rot. Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo ich links hin muss. Man sieht nichts. Das ist ein bisschen unverschämt. Und wenn ich direkt blau aktiviere, bin ich auch am Arsch, weil da unten ein blauer Ding ist. Das heißt, ich muss grün aktivieren und dann im Fallen auf rot wechseln. Und hoffen, dass ich irgendwo lande. Holy shit. Du musst da direkt wieder reingehen. Aber das ist unverschämt. Du musst unterhalb des Grünen reinkommen. Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall... Eigentlich brauche ich nur Rot wieder zu aktivieren. Deaktivieren, aktivieren. Also links, rechts drücken. Dann ist es okay. Dann ist es okay, sagte er und springt in sein Verderben. Weil das... Ich muss rechts, links drücken. Rechts, links, dann habe ich mehr Zeit zwischen Rot und Blau. Ja, das macht mehr Sinn. Also rechts, links, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Im Idealfall. Rechts, links drücken, wenn ich bei Rot bin. Rechts, links drücken. Problem ist, es gibt mir da ein bisschen wenig Zeit, da rauszukommen. Deswegen wäre mir eigentlich links, rechts lieber, aber... Wir gucken mal. Verdammt. Ich habe den Dreifachsprung nicht hinbekommen. Das war jetzt mein Problem. Jetzt habe ich den Dreifachsprung nicht hinbekommen. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt hier rausgehe, Sprung, dann blau mache? Das ist auch blöd. Das wäre zweimal rechts. Würde gehen. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Genau, dann wird sie mich dahin gewechselt. Also zweimal rechts versuche ich jetzt mal. Zu früh. Eindeutig zu früh. Ich würde sagen, ich gebe mir noch mal so 2 Minütchen und dann war es das mit der Episode einfach mal. Weil ich weiß nicht, ob es hier Sinn macht, so viele Cuts zu setzen vorerst, weil wir haben relativ lang, oder ich habe relativ lange schon am ersten Level gesessen. Mit den Cuts, weil ich mir viel Zeit zwischen den Sprüngen gelassen habe, so wie jetzt gerade wieder. Rechts, links. Das ist natürlich beschissener Dreisprung, ja. Das war auch kein Dreisprung. Das auch nicht. So, rechts, links. Wenn ich da durch bin. Ich komme nicht mal da durch, das ist das Schlimme. Aktuell. Ah, ich kam nicht rum. Das ist ärgerlich. Da
Rechts, links. Wenn ich da durch bin, wieder links drücken. Ich habe ein bisschen Zeit. Der Sprung muss knapper sein. Ich brauche am Ende noch einen Sprung, um wieder reinzukommen. Jetzt habe ich keinen Dreifachsprung hinbekommen. Das war jetzt mein Problem. Weil ich kam im Prinzip durch, aber ich wäre nicht mehr reingekommen, weil ich keinen Sprung mehr hatte. Ich habe wieder keinen Dreifachsprung gehabt. Das ist auch kein Dreifachsprung gewesen. So, hier haben wir ihn. Jetzt brauche ich nochmal so einen. Bekomm den nicht hin. Nicht auf Knopfdruck. Ja. Weil ich Knöpfe drücke. Eigentlich Tasten. Weil ich per Tastatur spiele. Aber der Gag war so oder so schlecht. Von daher lassen wir mal so stehen. Apropos stehen lassen. Ich würde sagen, wir lassen das Level einfach erstmal so stehen. Weil wir sind schon bei über 20 Minuten, wenn ich die Cuts zusammenfüge, wie ich es vorhabe. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Heiki in der nächsten Woche am Sonntag. Denkt dran, aktuell bis morgen, also bis Montag, ich weiß nicht wie viel Uhr, ist das Spiel noch im Sale. Da lohnt sich auf jeden Fall reinzugreifen wenn ihr Plattformen mag. Bis dahin noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.